Das ist sie, die Wade, die Schalkes Hoffnungsträger, den Heilsbringer ins B noch immer bremst. Eine Soforthilfe sollte Klaas-Jan Hünteler sein. Sollte. Ich hatte auch in meiner Karriere des Öfteren mal Wadenprobleme und das kriegst du nicht in der Woche weg. Also das ist wirklich langfristig und langwierig, so eine Verletzung. Und da wird man irgendwann mal hingehen und fragen müssen, ob das wirklich ein richtiger Einkauf war in der Situation, in der die Schalker stecken. Ja! Gejubelt hat Hünteler bislang nur für Werbeaufnahmen des Klubs. Für einen Kurzeinsatz in der Liga hat es gereicht. Im Pokal jetzt gegen Wolfsburg stand der Niederländer nicht einmal mehr im Kader. Natürlich will man so schnell wie möglich wieder auf Platz stehen. Aber wie gesagt, das habe ich bei Ajax auch versucht. Damals Twente auswärts habe ich gespielt, war ein bisschen zu früh. Man muss das auch gut heilen lassen und das ist auch sehr wichtig. Sonst fällst du Woche und dann wieder eine Woche und dann geht das nie weg. Auf dem Platz konnte Hünteler bislang nicht helfen. Trainer Christian Groß hat für den Routinier so eine zweite Rolle vorgesehen, die des Mentors für den jungen Kollegen im Sturm. Für Mathieu Hoppe könnte er wirklich ein ganz wichtige Bezugsperson werden. Und ich habe Mathieu schon gesagt, er soll möglichst viel von ihm kopieren, ihm abschauen. Ich denke, dass er sehr viele gute Ansätze hat, ein gutes Spieler ist. Natürlich schießt man auch nicht umsonst 5 Tore, also die Wille ist da. Hoch anrechnen sollte man Hünteler seinen Willen, überhaupt noch mal zu Schalke zu kommen. Statt ruhigem Karriereausklang bei Ajax will sich Hünteler mit 37 Jahren noch mal für Schalke im Abstiegskampf reinwerfen. Wirft man die Frage auf, ob Hünteler der richtige Stürmer-Einkauf im Winter war, muss man direkt auch die Frage nach den Alternativen stellen. Schalke hat wenig Geld und damit wenig Auswahl. Dankbar muss man ja sein, dass Hünteler überhaupt noch einmal gekommen ist. Möglicherweise kann er sich jetzt am Samstag beweisen. Er hat intensiv trainiert gestern, heute und wir versuchen alles, dass er hundertprozentig fit ist dann am Samstag im Spiel gegen Leipzig. Heißt, man kann sich Hoffnung machen, dass er tatsächlich dann in der Startelf steht am Samstag? Die Hoffnung besteht, absolut. Eine Soforthilfe im Sinne der ersten Spiele war Hünteler wegen seiner Wade nicht. Damit er überhaupt noch mal zur Hilfe werden kann, muss geknetet werden, massiert, gestreichelt, gelockert. Und das am besten schnell, denn wenn Schalke eines nicht mehr hat, dann ist es Zeit.